Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Euro Truck Simulator. Meine Lieben, wir haben einen Auftrag gerade. Ich würde sagen, den holen wir uns auch gerade. Der führt uns jetzt ganz schön weit. Oh, Baby. Hallo? Leck, leck, leck. Ah, jetzt. Da kommt ganz schön Ballung auf. Oh, ich hab die Feststellbremse. Ah. Wow. Okay. Wir haben ganz schön Probleme hier, glaube ich. Okay. Ich muss gerade mal ein bisschen andersrum fahren. Normalerweise wende ich ja auch immer hier so ein bisschen. Ich habe jetzt heute mal keine Musik drin. Einfach weil ich gerade keinen Bock drauf hatte. Ganz easy eigentlich. Schauen wir mal. Versuche heute mal ein bisschen sauber zu fahren. Wenig Unfälle vielleicht. Aber wir werden sehen. Okay, probieren wir es mal ganz easy. Unspektakulär quasi. Ich will wieder hoch nach Dänemark und von dort aus weiter. Hier müssen wir jetzt rein, oder was? Scheinbar. Da vorne. Wenn ich das richtig sehe. Da müssen wir das Ding abholen. So, gucken wir mal schnell. Frachtmarkt. Können wir den sogar noch verändern? Och, nehmen wir den doch. Okay, Auftrag annehmen. Da vorne steht er auch schon. Ist widerlich heute. Aber auch irgendwie ein bisschen gemütlich hier bei uns. Wir sind aufgesattelt. Und damit gehen wir auf die Straße, meine Lieben. Es geht los. Die Tour beginnt. Genau hier. Licht haben wir an. Gucken wir mal. Was ist wieder? Ey, siehst du ja fast nichts, ne? Aber gut. Wir kämpfen uns hier durch. Hier müssen wir auch extrem ausholen, habe ich so das Gefühl. Aber gut, auch das kriegen wir hin. Warte, 50, okay. Und wir haben grün, okay. Marsch! Gut. Ja, dann, meine Lieben, ab auf die Autobahn.
Wir haben ja ein paar Meter. Und dann lass uns ganz entspannt dahin cruisen. Ich hoffe ohne Unfälle. Und vielleicht wird das Wetter auch sogar mal besser. Mal bei dem Gewitter. Ach, Gewitter fahren, ja, warum nicht? Es gibt Schöneres. Und wir biegen ab Richtung Leipzig-Frankfurt. Das kennen wir ja bereits. Das ist ja die Stammstrecke mittlerweile schon fast. Gib ihm. Ja. Ich würde sagen, jetzt lassen wir dann einfach so gemütlich dahin rollen. Ich hau mal einen Tomaten rein. Dann brauchen wir uns da jetzt auch erstmal um nicht viel mehr kümmern. Und tuckern so langsam dahin. Wir sind natürlich, das habt ihr auch in den letzten Kommentaren gesagt, wir sind sehr, sehr schwer. Ja, unser LKW ist sauschwer, unsere Fracht ist meistens sauschwer. Und da fehlt uns schlicht und ergreifend einfach Power an dem LKW. Das werden wir auf jeden Fall auch verändern müssen. Jetzt hört langsam auf. Das werden wir auf jeden Fall auch verändern müssen. Also da sehe ich uns in der Pflicht, ein etwas stärkeren Motor zumindest einzubauen, beziehungsweise mal zu gucken, wo wir sparen können vom Gewicht her, weil ihr seht schon, wie lange das dauert, bis wir mal auf Vollgas sind. Und das ist doch ein bisschen arg lang. Cruisen wir dahin durch die wunderschönen Lande. Auch die Tropfen gehen so langsam davon. Ja, das ist okay. Das ist sogar schneller als wir dürften. Aber solange wir nur ein bisschen schneller sind, tut mir das jetzt nicht weh. Ja. Meine Lieben. Das ist jetzt momentan so die Wegstrecke. Radarkontrolle, okay. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann wir das nächste Mal schlafen gehen müssten. Momentan habe ich noch keine Meldung. Aber ich würde sagen, bei der ausgebauten Strecke suchen wir uns einfach ein Plätzchen on the fly. Ne? Also unterwegs. Ja, auch die anderen Verkehrsteilnehmer hier ganz entspannt. Gar nicht mal so schlimmes Gerase.
Wir dümpeln dahin. Ja, und das macht sich eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Ihr habt natürlich die wunderbare Möglichkeit, jetzt hier auch ein bisschen die Landschaft zu genießen. Ich achte da noch sehr viel mehr auf die Straße. Aber ihr dürft natürlich auch genießen. Das ist ja das Schöne daran. Wir fahren ja gemeinsam. Natürlich jetzt dann irgendwann links fahren. Weil wir müssen ja geradeaus weiter. Und dürfen nicht eben nach Tschechien abbiegen. Hier eifrig. Aber da lassen wir uns jetzt erstmal. Wir fahren hier mit 60, das ist natürlich schon ein bisschen arg dreist. Das geht aber auch böse bergauf, ne? Für unseren LKW fast ein bisschen ticken arg. Wir sollten da nochmal umbauen. Also das sehe ich auf jeden Fall als unsere nächste Pflicht an. So, jetzt kommen wir langsam wieder auf unsere Reisegeschwindigkeit. Ja, aber wir haben natürlich noch ein ganzes Eck zu fahren. Wir sind ja von Nürnberg aus mal wieder gestartet. Kleine Versionsupdates schieben einen immer wieder zurück. Wir waren ja schon in Dänemark. Da hätte ich eigentlich auch weiterfahren wollen. Aber, wie gesagt, ein kleines Update. Und dann hat es mich zurückgesetzt wieder auf den Start. Was jetzt nicht schlimm ist, ist gar kein Thema. Aber, jetzt müssen wir erstmal wieder hoch. Das dauert für gewöhnlich immer. Wir sind ziemlich voll. Ja, meine Lieben, bis jetzt schaut die Sache eigentlich gar nicht so schlecht aus. Keine Strafen bis jetzt. Nur ein beinahe Crash. Also, ich bin eigentlich positiv optimistisch. Ja, wir haben zum Glück nur 800 Kilometer, das ist jetzt nicht die Wucht. Ja, das kann man mal fahren. Insofern habe ich da jetzt gar keine Bauchschmerzen. Wir haben ja auch extra geskillt, längere Routen fahren zu dürfen. Um halt auch für die Streams uns ein bisschen vorzubereiten.
Radarkontrolle, okay. Ja, damit können wir mit leben, denke ich. Wir werden nach Berlin-Magdeburg weiterfahren dürfen. Das sagt uns das Navi auch schon gerade. Dann ordne ich mich gleich nochmal ein. Zumindest führt uns unsere Reise da jetzt erstmal hin. So machen wir das. Ich hoffe, euch natürlich geht's genauso gut. Und ihr habt eine schöne Zeit momentan. Ich mache jetzt nach dem Folgenden jetzt erstmal Folgendes. Warte mal, pass auf. Ich warte jetzt noch, bis wir an dem Kreuz vorbei sind. Und dann parke ich mal ganz kurz auf dem Seitenstreifen. Blinkt nicht drin. Jetzt. Schön. Meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.